Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Ja, und eine Schlacht war es in der letzten Folge. Ja, eigentlich beide Schlachten, die wir in dieser Aufnahme haben, das sind jetzt alles mega riesige, eigentlich epische Oberschlachten. Ja, ob und wie weit wir da weiter schlachten und wie weit wir hier da vorankommen. Ja, wir werden sehen. Momentan ist es so, ich konnte zwar mir ein Gebiet mehr holen, aber du hat das wichtigere Gebiet gekriegt. Tja, wie weit das so weitergeht, wir werden sehen. Ich würde mal sagen, ich mute mich und dann geht's weiter. Genau. Okay, er kann sich dann natürlich vielleicht das Gebiet auf jeden Fall wieder zurückholen. Ich meine, die Möglichkeit besteht ja auf jeden Fall. Ne? Aber das ist halt natürlich schon... Ja, das ist ein Ding für sich, ne? Ja, dass der jetzt hier unten ist, ne? Das gefällt mir persönlich halt gar nicht. Die sind halt jetzt alle unausgestattet, ne? Die Bogenschützen, hat zwei Reiter und so weiter. Ich könnte halt damit könnte ich halt einen Fehler machen, ne? Das weiß ich halt nicht. Wir bauen hier auf jeden Fall bauen wir auch noch mal Legolas. Wäre auch noch mal ganz wichtig. So, wir schieben erstmal ein bisschen die Einheiten hin und her. Ja, ich denke, das ist das Beste, was wir machen können. Ziehen auf jeden Fall hier runter. Das heißt, wir haben den Thranduil voll ausgestattet mit einer Einheit. Das ist auf jeden Fall wichtig und gut. Kann man so auf jeden Fall sagen. Hier oben weiß ich leider nicht, was ich da machen soll. Weil ich könnte ihn hier halt ausstatten, ne? Und dann gegen Elrond halt vorgehen, ne? Oder wir versuchen... auf die nächste Festung zu gehen. Problem ist, dass er hier halt mit einer Heldenarmee hier halt ankommt, ne? Er kommt hier sogar mit zwei Helden halt an, ne? Zwei Bogenschützen, zwei Hütern. Das heißt, ich gehe fast davon aus, dass ich dieses Gebiet hier leider nicht halten kann. Na, das ist leider, muss man schon so sagen, ein Problem, definitiv. Das hier kann ich auf jeden Fall machen. Den Move kann ich auf jeden Fall machen. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass er vielleicht obenrum irgendwie was probieren wird. Ich kann das halt schlecht verteidigen halt, ne? Er hat halt hier wirklich vier Reiterbataillone, ne? Zusammen mit Elrond. Na, damit schredder würde ich halt nur mein Gebiet halt schreddern. Na, er wird sich hier vermutlicherweise... Ich würde sagen, dass wir das hier so lassen an der Stelle. Und dann haben wir immer noch mal die Möglichkeit irgendwie zu agieren hier unten. Ne? Ja, Elrond zieht auf jeden Fall rein, ne? Das ist auf jeden Fall gut. Schwierig. Schmiedete Klingen haben wir hier. Wir haben Elbenrüstung. Also ganz, ganz wenig ist hier auf jeden Fall drauf. Aber ja, zählt ja nichts, so für den Moment. Schade, da hat er halt auf jeden Fall ein bisschen was gesnackt. Das ist halt ein bisschen blöd. Ist recht tief auf jeden Fall bei mir drin und hat natürlich auch momentan noch mehr Einheiten wie ich mit dabei. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf Phase beenden. Und ja, können wir jetzt erstmal nichts machen. Ja, es snackt sich halt das Gebiet hier oben. Ne?
So, das heißt, hier haben wir vier Lanzenträger, die unausgestattet sind gegen vier Bogenschützen und ein Lanzenträgerbataillon. Und halt die Heldenarmee von Thranduil noch mit am Start. Aber wir haben auf jeden Fall eine Schmiede und wir haben eine Festung. Ja. Das heißt, da können wir auf jeden Fall ein bisschen was draus machen. Okay, gut. Ja, da gehen wir halt einfach rein. Wir haben ansonsten haben wir ja hier noch die. Hier hätten wir auf jeden Fall noch eine Schlacht. Und ich kann dann hier relativ frei für mich entscheiden, okay, wo ziehe ich hin und wo möchte ich überhaupt hinziehen. Und so weiter und so fort. Ja. So. Das heißt, er wird versuchen, mir jetzt hier erstmal den Verbund hier ein Stück weit erstmal wieder aufzulösen. Ansonsten habe ich hier. Na gut, ja. Ist knapp, ist knapp, ist knapp. So, ja, das hat man auf jeden Fall auch schon öfter und häufiger. Na. Okay. Was ich auf jeden Fall jetzt einen Vorteil habe, ist, dass ich hier mehr Fähigkeiten habe. Das ist definitiv erstmal ein Vorteil. Haben hier eine ist sogar ausgestattet hier. Das ist Wir sogar haben noch gut. viel zu tun. Baumaterial ist unterwegs. Wo sollen wir bauen? Wir haben Ja, einen Bergbau entdeckt. Baut dieses Land auf. Sammelt euch, Lanzenträger! kostet aber auch gleich mal Kommt 1000 schon! halt, ne? Ja! So, und wo ist der Walkbau? Vorwärts! Rückt vor! Weiß Zurück ich zum leider Tor! immer noch Kommt nicht. schon! Wir haben ein neues Hierher Gebäude. eben! Ich bin bereit. Es gibt viel zu Wir tun. müssen Elrons Haus beschützen. Ja! Ich gehe mal davon aus, Vorwärts! dass er Wir mich auf haben jeden das Fall hier Gebäude gleich mal an, abgestellt. dass er hier auf jeden Fall gleich Wir mal sehen den ankommen wird. Feind. Reitet! Hier entlang, Ja, Lanzenträger. da kommt er auf jeden Wir Fall. haben noch viel zu tun. Bin schon unterwegs. Reitet! Wo sollen wir bauen? Es wird Zeit, etwas zu Wir bauen. müssen das Land verteidigen. Reiter! Ich bringe das Baumaterial. Wir müssen Elrons Haus beschützen. Sammelt euch, Lanzenträger! Hierher eben! Hier entlang, Lanzenträger! Wir müssen Elrons Haus beschützen. Lanzenträger! Wir müssen das Land Wir haben ein neues verteidigen. Gebäude. Drängt sie zurück! Wir reiten zurück. Speere bereit! Hierher eben! Wir müssen das Land verteidigen. Baumaterial. Feind ist nah! Baut dieses Land auf. Wir sind Reiter. auf einige Waage gestoßen. Macht sie nieder, sie! Sammelt euch, Lanzenträger! Reitet! Lanzenträger! Hier entlang, Oh, Lanzenträger! komm, nimm das Gebäude ein, Sammelt ne? euch, Lanzenträger! Kommt Hauptsache, er hierher! nimmt das Gebäude Ich ein. lockere Das ist nur meine Arme. ziemlich das Was liegt Wichtigste. an? Ein vortrefflicher Bauplatz. Lanzenträger! Das ist der feindliche Stützpunkt! Das Gebäude ist Wäre bereit! Da sind sie! Reitet! Vorwärts! Wir haben noch viel zu das tun! Das Gebäude gehört ab jetzt uns! Bin schon unterwegs! Wir müssen Elrons Haus beschützen! Wir müssen das Land verteidigen! Okay, so also den Wargbau habe ich Hier auf jeden Fall entlang, entdeckt. Lanzenträger! Das ist schon mal Vorwärts! wichtig. Rückt vor! Der Feind rückt vor! Wäre bereit! Wir müssen Sie Elrons Haus greifen nach sicherer beschützen. Entfernung an. Unsere Bringt Stadt sie wird zu größer. Fall. Wir müssen das Land verteidigen. Bringt sie aus dem Land, Reiter. Flanke sichern. Boah, scheiße, Mann. Das Gebäude ist Wäre bereit. Hierher eben. Wir müssen das Alter, die ausgestatteten Einheiten, die bringen's ja richtig. Reiter, Das ist komm ja eine schon. abgefuckte Scheiße, Alter. Wo sollen wir bauen? Fuck, Mann. Das habe ich gar nicht erwartet. Baut dieses Land Alter. auf. Sammelt euch, Lanzenträger! Das ist Gollum! Ich hatte gerade nichts uns. zu tun. Sie nehmen unsere Gebäude ein! Jetzt habe ich dadurch halt ein großes, großes Problem. Ein vortrefflicher Bauplatz. Reiter! Hierher eben! Kommt schon! Hier entlang, Lanzenträger! Das hätte ich gar nicht erwartet, ne? Dann Muss ich haben wir echt unser Gebäude gestehen. verloren. Speere bereit! Die neue Rüstung ist bereit. Ach ja, das ist natürlich ungünstig. Ist auch nicht wirklich viel bei ihm kaputt gegangen, ne?
Die Kaserne ist fertig. Das ist halt eine Scheiße, ey. Ich lockere nur meine Arme. Was liegt an? Baumaterial ist unterwegs. Wir müssen das Land verteidigen. Speere bereit. Okay, dann versuchen wir uns jetzt hier erstmal an den Wagen. Um da überhaupt erstmal was rauszubekommen. Hier entlang, Lanzenträger. Sie greifen einen unserer Malorenbäume an. Drängt sie zurück. Okay. Unsere Stadt wird größer. Lanzenträger, auf sie! Wo sollen wir bauen? Das Gebäude ist fertig. Bin schon unterwegs. Rennt sie nieder! Bringt sie zu Fall! Ich bin bereit. Baumaterial ist unterwegs. Okay. Bringt sie aus dem Gleichgewicht. Auf sie! Kommt hierher! Wir bringen Speere aus Midlock. Tritt sie zurück! Lasst sie eure Speere spüren! Haltet die Wir müssen Elrons Haus beschützen! Linie bilden! Reitet! Hier entlang. Aber auch mit Elbenrüstung waren die auch ziemlich schnell platt, halt die Dinger, ne? Das ist halt auch ein abgefuckter Mist, ey. Wir haben ein neues Gebäude. Baumaterial. Baut dieses Land auf. So, dann bauen wir hier oben erstmal noch. Naja, gut. Reiter! Hierher! Das Gebäude ist fertig. Hier entlang, Lanzenträger. Wir sehen wir den müssen Feind. Das Land verteidigen. Das Böse kommt über uns. Hüter ist bereit. Ja, da oben ist der Feind, oder? Rück zu ihnen vor! Attacke! Wir bringen Speere aus Midlond. Schützt die Pferde! Unsere Stadt wird größer. Wo sollen wir bauen? Ich wollte nur kurz meine Augen entspannen. Ja, abgefuckt. Wir greifen unseren Baumeister an. Es gibt viel zu tun. Bringt sie aus dem Gleichgewicht. Der Baumeister ist gefallen. Ja, ich weiß schon, dass der Baumeister gefallen ist. Werkzeuge bereit. Erzähl mir mal was Neues, bitte. Zeit, etwas zu bauen. Ein kleines Orklager. Schützt die Pferde. Reitet. Oh, abgefuckt. Okay, die Rohstoffe haben wir noch wiederbekommen. Sie greifen einen Malorenbaum an. Geht nicht nach. Da, sie greifen Vorwärts. Wieder an. Die Bäume verbergen uns. Elben Midlands. Greift sie an. Unsere Feinde kommen über uns. Das Baumaterial ist hier. Beschützt den Baumeister. Wir haben noch viel zu tun. Baut dieses Land auf. Sie haben den Baumeister erstanden. Midlands. Sie greifen nach vorne an. Das Gebäude ist fertig. An die Waffen. Attacke. Baumaterial. Ja, ich habe jetzt halt total gefailt halt oder so, ne? Das gibt's gar nicht. Bin schon unterwegs. Attacke! Vernichtet Zurück! Sie. Wir bringen Speere aus Midlond. Da, noch Feinde der Elben. In den Wald, heute wird Blut fließen. Unsere Heimat ist in Gefahr. Da ist auch die Rohstoffe wieder weg. Ja, wow, oder? Wir haben einen Wagbau entdeckt. Unsere Stadt wird größer. Baut dieses Land auf. Wir müssen uns überall umsehen. Ja, die Festung, die wird fallen. Sie sind durchgebrochen. Schade. Ärgerlich. Was diese Bogenschützen da ausmachen, ne? Ach ja. Sie greifen einen Malorenbaum an. Wir haben jetzt leider nur noch einen einzigen Baumeister, ne? War viele Gebäude noch auf dem Felde. Aber leider nicht mehr. Das ist ärgerlich. Der Malornbäume wird angegriffen. Die Stallungen sind bereit. Werkzeuge bereit. Der Feind rückt vor. Es gibt viel zu tun. Ah, scheiße, Mann.
Ich bringe das Baumaterial. Mist, 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 Mist. Ja, ich weiß, ich ziehe den hier gerade wieder durch. Ja, das wird wohl eine Niederlage werden. Ja, die Führerschaftsboni werden das vermutlicherweise gewesen sein, die da so krass reingehauen haben. Fangen wir an. Baut dieses Land auf. Wir kommen aus Bruchtal. Der Feind hat hier sein Lager aufgeschlagen. Wo sollen wir bauen? Bin schon unterwegs. Sie überrennen uns. Speerer bereit. Lanzenträger. Sie greifen hier unseren Baumeister an. Sie greifen einen unserer Malorenbäume an. Baumaterial. Okay. Reiter. Der Baumeister, er ist gefallen. Unsere Feinde kommen über uns. Das heißt, ich bin jetzt eh schon technisch K.O. Ja, er ist jetzt sowieso überlegen in allen Geschichten, die er da hat, ist er überlegen. Flanken sichern! Wir müssen das Land verteidigen. Die Schlacht hat begonnen. Eindringlinge, wart die anderen. Okay. Ah. Ja, das geht noch durch. Guck mal, die gehen hier gar nicht durch, ne? Die werden gar nicht davon beeinflusst. Nieder mit Dinger. Ja. Schade. Ne? Ja, die Bogenschützen am Anfang viel zu stark, auch im Zusammenspiel mit Führerschaft. Ich hätte da noch ein bisschen mehr abwarten müssen. Ja, habe ich nicht gemacht, aber okay, gut. Damit hat er halt natürlich ein sehr, sehr wichtiges Gebiet sich holen können dort an der Seite. Alle meine Einheiten zerstören können, die Festung weg, die Schmiede weg. Das ist sehr bitter. Das ist wirklich bitter. Aber okay, gut. Ja, ich würde sagen, ja, die nächste Schlacht machen wir dann einfach mal in der nächsten Folge. Und ja, für diese Folge muss es das dann gewesen sein. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, bis denn. Tschüss.